So, da sind wir wieder bei Let's Play Portal 2 mit mir, das Kapitel 90. Ja, letztes Mal haben wir hier Schluss gemacht, also wahrscheinlich einen Tag her. Also ich habe gerade mal 20 Minuten Pause wahrscheinlich gemacht. Für euch dann wahrscheinlich wieder einen Tag her. Also heute ist Donnerstag, wenn ich es hochladen sollte. Ja, und gestern lief Cave Johnson, also hat mit uns geredet. Und ja, hier sieht man ein Portrait von ihm. Von Cave Johnson. Und ja, hier sind viele Sachen, zum Beispiel Science in Business Industry of America. Best New Science Company, Aperture Science. In Blue Year of 1947, glaube ich, weiß jetzt gar nicht, ob ich es richtig gesagt habe. Spirit of Ideal, Natural Potato Board of the Promotions of Potato Science, 1955. Spirit of Engherd, Natural Potato Award for the Promotion of Potato Science. Okay. Cave Johnson, Shower Contrain Series of 1943, Aperture US Depth of Defense Contrain of the Year Runner Up 1952. Und hier ist das gleiche in 1954. Tomp 100 Applied Science Combinations. Zweiter Platz Aperture Science. Okay. 1949. Show Contest Lanes. Cave Johnson of 1943. Cave Johnson to bring science industry information. The future is here and it's under the earth crust and chance. Okay, das kann man hier nicht lesen, glaube ich. Okay. Würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Oh mein Gott. Mal sagen, springen wir denn hier runter. Okay, hier ist eine weiße Plattform, hier manchmal ein Portal drin, zur Sicherheit. Können wir ja wahrscheinlich gebrauchen. Oh Lord. Ah. Toll. Okay, hier kann man runterlaufen. Ja, also. Sagen. Also ich bin eigentlich schon wieder froh, dass wir von Gladys weggekommen sind. Pump Station Alpha, okay. Und hier ist wieder diese Antimaterie-Scheiße. Okay, jetzt muss ich mir mal angucken. Oh, hier ist eine Wand. Lol. Wenn ich mich umbringen will, kann ich ja dahin schießen. Aha. Okay, wie gesagt, ich will jetzt erstmal ein Portal da an der Wand, da unten machen. Wer weiß, wofür wir es ja brauchen. Hier durch, denke ich mal, ja. So, jetzt gut. Okay, hier ist schon mal was Weißes. Da mach ich mal ein Portal. Oh, jetzt habe ich eine Portal. Ach, egal. Okay, ich will mich jetzt erstmal hier erstmal umgucken, bevor ich hier irgendwas mache. Ja, nicht vergrößern, habe ich gemerkt. Und dann hier hin. Okay, was soll mir das bringen? Ja. Da müssen wir hin. Wahrscheinlich kommen wir nur hier mit hin, aber. Nuttes! Kann ich hier rein? Nein. Kann ich hier rein? Wenn du nach dem nächsten Test zur Toilette musst, sag ein Mitarbeiter Bescheid. Denn höchstwahrscheinlich wirst du in irgendeiner Form Kohle ausscheiden. Das ist nur ein vorübergehender Effekt. Wenn aber länger als eine Woche anhält, besteht Grund zur Sorge. In dem Fall benachrichtige uns bitte umgehend. Okay.
to Science. Okay, ich denke mal, es ist wahrscheinlich vor der Zukunft passiert. Also vor der Portalkanone, glaube ich. Ui. Oh Gott. Mach die Tür auf. LOL. Was geht denn jetzt ab? Pump Station Alpha, haben wir schon gelesen. Hier. Okay. Hier ist gar nichts. Schreibmaschine. Ich frage mich, in welchem Jahr wir sind. So, tut mir leid wegen dieser kleinen Unterbrechung. Ja, tut mir leid, wenn ihr gerade jemanden im Hintergrund gehört habt. Das war meine Mutter. Und ja, wie gesagt, jetzt erstmal auf den Hebel drücken. Na, ja, jetzt habe ich hier einen Hund bei mir. Doch, ich würde dazu jetzt sagen, einen Paten, würde ich jetzt dazu sagen. Aber erstmal ein bisschen umgucken, weil das sieht mir nicht ganz schön hier aus, als wäre hier irgendwas. Okay, aber ich... Lol. Wann habe ich denn angefangen? 32, ne? 7 Minuten weg jetzt. Tja, dann will ich mich... Okay, da kann man schon mal nicht durch, wie es hier aussieht. Ich bin durch. Okay, da müssen wir hin. Ah, hier. Okay. Okay, hier ist schon mal sicher drauf. Ja, meine Katze, die reißt hier gerade alles ab. Naja, aber der Hund tut ja zum Glück hier nichts. Es heißt, Wissenschaftler sind wie Zwerge auf den Schultern von Riesen. Nicht so weit, mein Schwein. Wir brauchen niemanden, der uns das Händchen hält. Okay, dann können wir jetzt wieder dieses Ratte. Ja, also, dann wollte ich euch nur mal so kurz sagen, ich denke mal, am Mittwoch werdet ihr eine kleine Überraschung erleben. Es hat auch was mit Portal zu tun, wenn ihr die erste Folge gesehen habt, wo man den Telebildschirm sieht, dann wisst ihr wahrscheinlich auch warum. Ja, also... Aua, jetzt bin ich hier blind. Okay, fangen wir an. Beim ersten Test spielt das sogenannte Rückstoßgel eine große Rolle. Du gehörst übrigens nicht zur Kontrollgruppe. Du kriegst das Gel. Dem letzten Abenteufel haben sie nur blaue Farbe gegeben. Ja, der hat sich jeden einzelnen Knochen gebrochen. Tragisch, aber aufschlussreich, sagen die im Labor. Okay. Remember! Okay, hier war es wahrscheinlich noch ein bisschen stressiger mit der Portalkanone als sonst. Und ja, dann würde ich mal sagen, ich lese mal das jetzt durch. This test is unsolvable without of an aperture cells portable contamination tunneling difference. If you have not received one, please find a test assurance before. In a shaft. Ich hab's heute mit dem Englisch, muss ich schon sagen. Du pushen gehe. Was ab ich schon first. Non-toxic, also es ist giftig, glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr, was non-toxic ist, ob das jetzt giftig war oder ist. Dass es nicht giftig ist. Schon, was soll das jetzt? Lol. Was soll ich jetzt bringen? Der macht doch gar nichts. Und wie komme ich denn jetzt überhaupt hoch? Scheiße. Lol. Was ist denn das?
Ja, das ist ja cool. Jetzt hätte er... Achso, wahrscheinlich, weil ich mich geduckt habe. Okay. Und hier ist ein Schalter. Und hier auch. Whee! Alle, hopp! Die Jungs im Labor meinen, ich sollte die Kontrollgruppe nicht erwähnen. Sie meinen, ich sollte diese Nachrichten nicht mehr aufnehmen. Das hat mich auf die Idee gebracht, noch mehr davon aufzunehmen. Ich bin hier der Boss und ich kann so viel über Kontrollgruppen reden, wie ich will. Klar kannst du das. Next Theft Shimmer is Way. Ah, geht schlecht. Okay, hier. Und wo noch? Kann ich hier noch ein Portal hinschießen? So, jetzt muss ich mal ja kurz den Hund hier zurückrufen, weil jetzt geht ja meiner Katze ein bisschen zu nah auf der Pelle. Ich glaube, das mag die nämlich jetzt gerade nicht. Ach so, lol, und das habe ich die ganze Zeit übersehen. Ich bin so blind. Oh Gott. Ich bin mich jetzt erstmal hier um. Hier ist gar nichts. Lol. Okay, lol. Oh. Lol, jetzt bug ich hier rum, sagst du. Okay, doch nicht. Ich dachte schon, ey. Ja. Egal. Beim nächsten Test machen wir viel mit Nanopartikel. Diese kleinen Dinger werden milliardenfach in deine Blutbahn eindringen und neuartige Gene und RNA-Moleküle in deine Tumore einschleusen. Du sagst, du hast keine Tumore? Keine Angst. Wenn du in der Lobby ohne Bleiunterwäsche auf einem der Klappstühle gesessen hast, dann hast du jetzt welche. Nett. Sehr nett. Ich schieß mal hier ein Portal hin, weil ich denke mal, sonst sind wir gleich auf die Plattform drauf. Ja, um Springen zu vermeiden, weiß ich es ja auch. Aha. Lol. So, geht doch. Jetzt einfach nur warten und ich geh durch. Tada. So, jetzt mach ich's mir ganz einfach. La 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 la. Lol. Klapp noch, ja. Lol. Okay. Lol. Ich versteh's denn sie mir gar nicht. Lol. Ach ja, im Kopf. Doin. Aber was ich jetzt erstmal sehen will, ist ja eigentlich 400. Oh ne, sagen wir so. Kaboing! Oh lol. Okay, was ist denn jetzt, wenn ich hier zurückstoß gehe und hier, wenn ich darunter versterbe ich mit Sicherheit. Richtig, richtig. Was ist jetzt, wenn ich eigentlich hier durchspringe? LOL! Alles klar. Easy going. Ja, wenn jetzt gerade mein, wenn jetzt gerade den Hund hört, tut mir leid. Doin, 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 doin. Doin, aua. Alter, hätte der jetzt berührt, dann wäre so ärgerlich gewesen. Okay, jetzt wahrscheinlich von hier, dann von da und dann halalalala, hui. Hui, wow, lol. Hui, wow, wusch. Lol, und da bin ich drauf gekommen. Ich mach mal. Tata. Okay, hier ist Exit. Schaff ich. Dann, da, da, dann, yeah. Oh, falls du vom Rückstoßgel bespritzt wirst, haben die Jungs im Labor folgenden Rat.
Lass dich nicht mit Rückstoßgel bespritzen. Wir wissen noch nicht genau, um welches Element es sich handelt. Aber eines wissen wir. Es ist sehr lebhaft und es mag keine Menschen klauen. Geil. Es ist sehr lebhaft und mag keine Menschen klauen. Ja, das hört sich natürlich gut an, ne? Immer schon hören, wenn ihr was von Rückschussgel hört, niemals damit in Berührung kommen. Vielmehr sich bespritzen lassen. Jetzt mal keine Knochen. Ja, noch 14 Minuten, dann ist dieser Part auch wieder zu Ende. Leider. Alle Forschungsbereiche bestehen zum Schutz gegen Ratten aus Asbest. Sag uns Bescheid, wenn du an Atemnot, Hustenreiz oder Herzstillstand leidest. Das gehört dann nicht zum Test. Das kommt vom Asbest. Okay. Die Jungs im Labor sagen, eine Asbestvergiftung hat eine Latenzzeit von 44,6 Jahren. Wenn du über 30 bist, kannst du dich also freuen. Im schlimmsten Fall musst du auf ein paar Kegelabende verzichten. Dafür hast du aber der Wissenschaft für die nächsten 300 Jahre wertvolle Erkenntnisse geliefert. Das soll man packen. Ich schwöre, wenn ich deswegen sterbe. Das ist wieder dieser Schock wie bei Mario. Okay, ich muss da hoch. Nur, ich komme hier hin. Und was soll mir das bringen, wenn ich hier hinkomme? Ich habe eine gute Übersicht, okay. Da ist das Exit, wie gesagt. So, hier bringt mir das aber nichts. Alles, wenn ich jetzt das hier habe. LOL! Aber ganz oben in der Ecke, schön versteckt da. Schick, Jungs. Das sieht man nicht alle Tage. Kann ich da rein? Ja, ich kann da rein. Wahrscheinlich muss ich da sogar rein. Ja, muss ich sogar. Ja, jetzt wird das schon wieder. Jetzt wird das ein bisschen anspruchsvoller. Du machst dir deine eigenen Regeln, genau wie ich. Die Erbsenzähler meinten, ich kann keinen entlassen, nur weil er am Rollstuhl sitzt. Hab's trotzdem getan. Topse, teuer. Lol. Tut mir leid, wegen diesem. Lol. Was bringt das jetzt eigentlich? Ach so, jetzt kann ich hier die ganze Lol. Das ist ja geil. Oh lol, jetzt krieg ich das kurz vor. Geil. Hammer. Yay. Das ist gar nicht geil. Ich glaube. Lol. Ich glaube, bei diesem Spiel ist man schon über 40. Lol. Alter. Oh lol. Ach, einfach mal hier ganz voll machen. Wird ja schon schaden, glaube ich. Ich glaube, hier reicht das schon wieder. Okay, nur was soll mir das denn jetzt eigentlich bringen? Was soll ich jetzt... Boah, da komme ich jetzt so. Okay, hier ist der Exit. Ich muss mal einen kleinen Cut machen wegen dem Wunsch, weil der macht hier Faxen. Und das ist... Ah, okay, jetzt würde ich sagen, bis gleich. So, da bin ich wieder. Ja, tut mir leid, aber muss jetzt sein. Sonst wäre ich wahrscheinlich hier irre geworden. LOL! Natürlich gelande ich auf genau in dieser Ecke, ey. Kann aber natürlich auch nur uns passieren. Komm, klatsch jetzt auf hier. Ja, geht doch.
Okay. Und alle hoppala, hoppala. Oh, jetzt sind die Portale wieder weg. Aber egal, hier ein Portal machen. Boah! God damn it, ey! Jedes Mal krieg ich ein Herz und fuck, ey. Was soll mir das jetzt eigentlich bringen? Es ist die Frage, was soll mir das denn jetzt bringen eigentlich? Weil ich denke mal, ich nicht so weit springen kann. Egal, einfach mal ein Test-Set machen. Besser früher als gar nicht. Dann würde ich mal sagen. Was passiert denn, wenn ich jetzt hier im Portal. Ach so! Ja, da muss man natürlich erstmal auch auf die Idee kommen. Einmal so hier durch. Dann so. Der Aquifer von vorhin enthielt übrigens fluoreszierendes Calcium, damit wir die Nervenaktivität in deinem Gehirn verfolgen können. In wenigen Fällen kann der Stirnlappen durch das Calcium versteinern. Aber versuch nicht, dir den Vorgang bildhaft vorzustellen, denn Angstreaktionen beschleunigen den Vorgang nur noch. Oh, okay. Ja. Okay, hier ist wieder so ein Dingenskirchen. Wenn du zur Kontrollgruppe Kepler 7 gehörst, haben wir einen winzigen Mikrochip der Größe einer Postkarte in deinen Schädel implantiert. Wenn der beim nächsten Test anfängt zu piepsen und zu vibrieren, dann sag uns Bescheid. Denn dann wird er sich auf etwa 500 Grad erhitzen und wir müssen ihn so schnell wie möglich wieder aus dir raus operieren. Einfach mal hier alles schön voll machen. Okay. Leute. Okay. Okay, da kann aber nicht. Was, wenn ich jetzt den Knopf hier drücke? Ach, der schubt das Wasser. Okay. Ah. Ja, okay, der Test war irgendwie easy. Ganz ruhig bleiben, sage ich denen immer. Zum nächsten Test gehört eine kleine Zeitreise. Darum folgender Tipp. Wenn du deinem eigenen Ich begegnest, schau ihm nicht in die Augen. Im Labor sagen sie, das könnte zur Auslöschung der Zeit führen. Komplett. Kein Vor und kein Zurück mehr. Ja, also, ich tut euch beide den Gefallen und lasst den Jungen einfach seine Arbeit machen. Oh. Oh. Scheiße. Okay, was ist jetzt, wenn ich das hier hinschiebe? Nix. Und hier? Auch nix. Geil. Armer. Wie müsste das so? Aber hey, ich verstehe jetzt den Sinn nicht. Du fliegst hier hin. Wenn ich das jetzt hier mache. Ja, da ist ja das Höchste. Und was, wenn ich das jetzt so in der Mitte mache? Und hier? Okay. Ja, nur das. Jetzt frage ich mich nur, was soll das überhaupt bringen? Ah. Jetzt kommen wir noch einen Schritt ein bisschen näher. LOL! Ja, das wird ja auch mit ganz schnell. Okay. Also da oben müssen wir. Okay. Ich glaube, ich habe eine Idee. Ich weiß nicht, ob sie klappt, aber ich glaube, ich habe sie. Ich weiß wirklich nicht, ob da klappen wird, aber ich glaube, so. Ich weiß es nicht. Okay, das bringt jetzt. Was ist jetzt nicht so? So kann man also nicht springen. Was ist jetzt? Wenn ich
hier hinten durchspringen, dass ich sterbe. Okay. LOL. Warum wird das auf einmal grün? Ja. Also wir haben 4 Minuten Zeit, um diesen Test zu lösen. Zum nächsten Test gehört eine kleine Zeitreise. Darum folgender Tipp. Wenn du deinem eigenen Ich begegnest, schau ihm nicht in die Augen. Im Labor sagen sie, das könnte zur Auslöschung der Zeit führen. Komplett. Kein Vor und kein Zurück mehr. Also, tut euch beide den Gefallen und lasst den Jungen einfach seine Arbeit machen. Jetzt von hier wir. Schon hier durchgesteuert, oder? Ja, mit, Alter, ist doch mit Sicherheit so ultra simpel, ne? Oh mein Gott, dass ich das selbst nicht drauf gekommen bin, ey. Ich bin auch so wohl, ne? So simpel, dass man so da drauf. Lol, warum mach ich das? Ja, eigentlich so. Das ist so eigentlich schneller. Machen wir hier noch ein bisschen. Okay, da bringt ja nichts, aber das hier. Stufe runter. Hier runter. Okay, dann sollte er doch jetzt eigentlich funzen. Ah ne, hier oben noch. Und jetzt werden dann überall 10 Knopf, weil ich würde diesen Test auf jeden Fall noch schaffen. Also, hier oben hin und hier hin. Also, das heißt, hier... Lol. Was hab ich gesagt? Hier durch? Ne, nix. Hier durch, dann hier durch. Wenn überhaupt, dann hier durch. Lol, doch nicht. Verdammt. Okay. Ah! Hier noch ein bisschen geschmitten. So, doch dann eigentlich dann 15, oder nicht? Ja, jetzt muss halt eigentlich 15. Wie gesagt, es sollte eigentlich funktionieren. Lol, und nun? Achso, und jetzt dahin und dann hier. Ah. Ah, jetzt brauchen wir wieder diese schnellen Reflex hier, sagst du? Oh Gott. Lol, lol, nein! Oh ne! Okay, oder man kann das doch eigentlich andersrum machen, dann da ein Portal. Oh, mit Sicherheit geht das da auch. Oh Gott, damn, Alter. Sag ich denen immer. Zum nächsten Test gehört eine kleine Zeitreise. Oh Gott, damn, Alter. Darum folgender Tipp. Wenn du deinem eigenen Ich begegnest, schau ihm nicht in die Augen. Im Labor sagen sie, das könnte zur Auslöschung der Zeit führen. Komplett. Kein Vor und kein Zurück mehr. Also, tut euch beide den Gefallen und lasst den Jungen einfach seine Arbeit machen. Lol. Ah, okay. Der bringt nichts. Oh, da kommt. Okay, der bringt ja auch nichts, haben wir auch herausgefunden. Oh, das soll einfach nichts bringen. La 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 la. Jetzt einfach mal hier gucken. Einfach nur mal aus dem gucken. Mit Sicherheit dann hier. Dann hier ein Portal machen. Und hier vielleicht irgendwo ein Portal machen. Und einfach jetzt durchspringen. Einfach Geronimo! Alter, ist so simpel. Das ist so simpel und ich verkack der Dreck, ey. God damn it. Okay, ich bin wirklich dumm. Okay, was soll das jetzt bringen? Was? Ah, hier kann ich wieder ein Portal machen. Wahrscheinlich dann hier, richtig? Aber das bringt ja nichts. Sondern das bringt was.
Okay, ab hier bin ich wieder blind. Das wollte ich jetzt nur so kurz anmerken. Also jetzt bin ich hier komplett wieder blind, weil hier ab hier weiß ich gar nichts mehr. Ich weiß das nicht mehr so genau. Ich habe das ja schon mal gespielt. Und ja. Also kann es sein, dass ich hier wahrscheinlich jetzt öfters failen werde. Als. Naja, ich werde jetzt einfach mal nichts sagen dazu. Ich denke, ich muss dann sicher da oben. Richtig, richtig. Was ist denn jetzt eigentlich, wenn ich hier durchspringe? Ah, Moment mal. Portal. Hier ein Portal. Was hier finde ich jetzt da durch? Hui, doin. Das wäre eng. Hier ein Portal. So, wo muss ich hin? Ja, da ist jetzt wieder die gute Frage. Wo muss ich hin? Mal weiter nach oben bringt nichts. Ich verstehe jetzt nicht, wo ich hin muss. Ich bin mir ganz ehrlich. Ach, egal. Einfach mal springen. Einfach mal hier umgucken. So, wo muss ich denn jetzt hier eigentlich hin? Ah. Okay, ich weiß immer noch nichts. Aber da muss ich nicht hin. Wovor haben wir das? Schon jetzt wäre ein bisschen überzogen. Egal, ich will es jetzt einfach machen in der Regel. Wie viel Ehrgeiz habe ich noch? Ich muss mit Sicherheit dahin, richtig? Richtig. Einfach mal hier ein Portal machen. Und. Und noch. Hier. Aha. Bin mein sicherer Tod. Glaube ich. Okay, jetzt muss ich das hier genau untersuchen. Moment mal. Ich hab gedacht, da wäre jetzt was, aber egal. Da oben muss ich hin. Und wie soll ich denn nach da oben hinkommen? Oh. Da gibt's eine Tür. Oh Gott. Oh Gott. Hätte ich auch wieder so wohl, wenn, ne? Da bin ich wieder kein Mensch. So, da geht's nach oben. Dann heißt das nach da machen. Dann hier hin machen. Hier durchspringen. Dann da hoch. Nur dann ist die Frage. Wie soll ich denn da? Vergesst die Frage. Nein! Lol. Im Labor sagen sie, das könnte eine Angstreaktion sein. Ich bin ganz sicher, aber es muss sich um Projektion handeln. Diese Fachidioten machen sich schon ins Höchste, wenn ein paar Funken fliegen, die in Löchern ihre roten BHs brennen könnten. Die waren niemals Astronauten, Soldat oder Goldschirm. Das waren nur wir. Du und ich allein gegen die Welt. Dein Schneider von mir. Nur der Löffel könnte größer sein. Na los, packen wir zusammen. Okay. Also eigentlich kommt hier eine Errungenschaft, aber das kriegt man auch wirklich nur hin, wenn man schafft, man soll den Kuhbus, wenn der blau gefärbt, soll man den auffangen, nur das ist wirklich schwer. Also, ich glaube, ich werde es einfach nicht versuchen, weil, wie gesagt, es ist schwer. Nur. Okay, das werde ich wahrscheinlich nochmal kurz machen. Ich glaube, das ist easy. Ich denke mal, das ist wird easy, glaube ich. Ein blaues Portal, richtig? Ja. Einfach mal hier schon alles blau färben.
gucken wir. Boing. Okay, der Test ist wirklich easy. Also er meinte zumindest nicht uns. Also, na gut, jetzt habe ich um 7 Minuten überzogen. Egal. Ich will jetzt einfach nur mal kurz gucken, was da jetzt auf uns zukommt. Weil ich denke mal, wir werden. Ich denke mal, ich werde da wahrscheinlich gleich später gnadenlos verkacken, glaube ich. Ja, jetzt haben wir 12 Uhr. Und ja. Glück. Soll ich mal einen kleinen Cut machen? Allein, dass du hier stehst und mir zuhörst, beweist, dass du ein unschätzbarer Gewinn für die Wissenschaft bist. Als Gründer und Leiter von Aperture Science bedanke ich mich für euer Engagement. Hoffe, dass ihr uns auch bei den nächsten Experimenten die Treue haltet. Wir lassen das Zeug erst auf die Menschheit los, wenn es ganz ausgereift ist. Halte dich also in Topform, dann steht eine unserer Limousinen immer für dich bereit. Sag tschüss, Carolyn. Leb wohl, Carolyn. Sie ist ein Schatz. Darf ich dann jetzt... Okay, dann mache ich jetzt mal einen kleinen Cut. Mach einen großen Cut. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Portal 2 mit mir, Laskamp99. Tschüss.